Am Abend nutzen wir eine besondere Einrichtung des Hotels Breurup, den Fliegenbindetisch. So, Falk, jetzt bin ich von morgen ohne Fliege. Von morgen Fliege, also, dass wir morgen nicht ohne Kater reinstehen. Ja. Jawohl. Für den nächsten Tag wollen wir den Inhalt der Fliegendosen mit einigen Ritz-D-Nymphen ergänzen. Allerdings ist ein Wettersturz mit Kälte und starkem Regen angesagt. Die letzten Tage hatten wir tagsüber bis zu 26 Grad im Schatten. Mal sehen, was der nächste Tag bringt. Heute haben wir den 7. Oktober. Noch gestern konnten wir kurzärmlich fischen. Es waren etwa 26 Grad. Dann kam der Wetterumsturz und wie ihr seht, es hat geschneit. Es sind nur noch knapp über 0 Grad. Aber nichtsdestoweniger gehen wir heute fischen. Mal gucken, ob es den Fischen auch gefällt. Während viele Flüsse im Tal jetzt ziemlich braun sind durch Hochwasser, denn da hat es geregnet, sind wir hier jetzt, ich schätze mal, auf etwa 1300 Meter Höhe. Hier hat es geschneit, somit konnte kein Wasser in die Bäche rein. Deshalb sind die Bäche hier oben noch befischbar. Sie sind zwar sehr klein, aber nichtsdestotrotz ist man hier nie vor einer Überraschung sicher. Und kleinere Fische hat es ganz bestimmt. Ein Schneesaibling! Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Zwar Bachsaiblinge, aber kein einziger Schneesaibling. Das ist der erste. Und richtig schön gefärbt, mitten im Schnee. Das hat doch was, oder? Diese Quelle zeigt, wie klar das Wasser hier ist. Man erkennt kaum die Wasseroberfläche. Am Grund wirbelt die Quelle den Sand auf. Cool, so kleine Saiblinge hier im Bach. Ja. Der Ammerbach fließt entlang der Felbertauernstraße und ist dadurch auch ohne langen Fußmarsch gut zu erreichen. Er besitzt hier schon eine ordentliche Größe. Da heute kaum etwas steigen dürfte und das Wasser nicht sonderlich tief ist, fischen wir zuerst mit nur einer leicht beschwerten Ritz-D-Nymphe stromauf. Die Viererrouten versprechen hier eine Menge Spaß. Prächtige, wunderschöne Bachforelle. Prächtige Forelle hier im Schnee. Ja. Genau. So, jetzt lassen wir sie wieder schwimmen. Heute haben wir auf die Warthosen verzichtet und stattdessen die wasserdichten Bergstiefel angezogen. Bei diesem Wetter lassen sich damit auch längere Wege im rauen Gelände locker bewältigen. Ja, hier fische ich mit der Trockenfliege Strom ab. Das heißt, der Fisch bekommt zuerst die Fliege, dann das Vorfach zu sehen. Beim Werfen stoppe ich immer relativ früh ab, setze die Fliege ab und dann habe ich den Platz, um mit der Rute nachzuführen. Das heißt, die Fliege bekommt dadurch eine sehr lange Frist. Ich zeige es nochmal. Werf, stopp die Rute hier zurück, setze ab und dann kann ich die ganze Rutenlänge folgen.
Da das Wasser hier sehr klar ist, sollte man möglichst in Deckung bleiben. Das heißt, ich bin auch sehr gebückt hier ans Wasser geschlichen und fische jetzt auch hier im Clean, einfach um die Silhouette niedrig zu halten und mich so ein bisschen den Blick der Fische zu entziehen. Petri Heil. Was für ein Herbert. So sieht ein glücklicher Angler aus. Ja, netter Bach, ja. Es beginnt zu schneien und Frank befischt die tiefe Außenkurve des Bachs. Nach den bisherigen Fängen erwartet man hier eigentlich sofort den nächsten Biss. Wirklich lange muss er tatsächlich nicht warten. Nach diesen Tagen in Österreich sind wir uns sicher, dass wir wiederkommen. Denn ganz bestimmt haben wir längst nicht alle gebotenen Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Es warten noch viele Abenteuer beim Fliegenfischen, egal ob man im See die große Forelle sucht oder die High-End-Esche im Fluss. Vielleicht möchte man auch einfach für sich persönlich neue Bäche in den Bergen erforschen. Und Fliegenfischen kann man ja eigentlich das ganze Jahr.